Ich glaub es nicht, was hier passiert. Was hat mich dazu inspiriert? Der große Seth, der wird ganz klein, scheißt sich in die Hose rein. Los, Team Seth, macht euch bereit. Für die Wahrheit wird's allmählich Zeit. Hallöchen, liebe Freunde da draußen, und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Leute, ihr dürft mir nicht böse sein, denn ich habe einen Fehler gemacht. Wie mir ein wohlgesonnener Kommentator berichtete, heißt Janitor, wenn wir in diesem Falle über den Hauptverdächtigen sprechen, natürlich Hausmeister und nicht, wie ich angenommen hatte, Schulleiter, aber gut, sei es drum. Zuweilen vernebeln sich doch die inneren Übersetzungsmechanismen, genauso wie diese Giftschwaden, die da so fröhlich im Flur vor uns dahin wabern und mir die Frage stellen, warum zur Hölle man überhaupt instant tödliches Giftgas durch die Rohre einer Bildungsanstalt leiten lassen sollte. Aber gut, Freunde, wir befinden uns in den USA. Hier herrschen womöglich andere Sitten und Gebräuche, das gilt es noch festzustellen. Aber Freunde, es bleibt spannend auf jeden Fall. Wie ich gerade zu denken pflege, haben wir vor Betreten dieser Anstalt einen Zettel gefunden von diesem Journalisten, der gemeint hat, er hatte sich von dem medizinischen Corps eine Gasmaske geliehen, und mich beschleicht das Gefühl, dass das hier unser Herr ist, der da so genüsslich an seinem Schenkel kaut. Können wir dich vielleicht jetzt etwas behelligen? Dem Geräusch der Fliegen nach zu urteilen, vergammelt es sich womöglich schneller als angenommen. Okay, Freunde, hier ist nichts zu gewinnen. Lassen wir den mal in Ruhe, was mich jetzt natürlich an dieser Stelle etwas aufschmeißt, weil ich echt gedacht habe, das wäre das Rätsels Lösung. Aber womöglich schauen wir erstmal, wo wir überhaupt rein können. Oh, hier hat sich doch etwas verändert, wie ich das sehe. War das nicht zum Anfang grün? Und was brennt dort? Ich kann es nicht erkennen. Sind es die Schulbusse oder die Generatoren im Keller? Was macht ihr hier für eine Party ohne uns? Ihr hättet uns ja mal wenigstens einladen können. Ich hoffe, ihr seht es genauso. Ah, okay, ich kann mich erinnern. Wir haben irgendwo einen Zettel gefunden, wo drauf stand, man kann nur jeweils 3 Energiesachen hier irgendwie aktivieren, bevor die Power abkackt. Können wir hier eventuell das Gas ausschalten oder müssen wir tatsächlich eine Maske finden? Mit dem Licht ist es doch gleich viel gemütlicher. Ich schau mal, ob sich hier etwas getan hat. Und tatsächlich sieht es danach aus, als würde das Gift sich in Luft aufgelöst haben. Fantastisch. Wer macht sich da am Gulli zu schaffen? Und wer bist du überhaupt? Du bist doch neu hier, oder? Bist du auch gerade reingekommen? Willst du auch eigentlich lieber angeln? Da sind wir schon 2. Okay, Freunde, ich gehe mal diesem Pfeil entlang. Philly hat mir geschrieben, dass ich auf jeden Fall die Treppe hochgehen soll. Womöglich ist der Eingang jetzt frei, obwohl ich doch dachte, wir brauchen eine Keycard. Nein, wir brauchen keine Keycard, wir brauchen irgendwie Power. Können wir da vielleicht was drehen? An diesem Schalter? Das wär's doch. Würde ich ja echt einen Besen fressen. Der andere Eingang ist, glaube ich, sinnlos. Nein. Dich lassen wir mal schön deine Toilettenerfahrung selber machen. Okay, ich glaube, das war Stairs B, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es gerade nicht. Freunde, wir müssen auf jeden Fall sicherlich das aktiviert haben, oder? Sonst kommt hier... Ja, okay. Okay, sonst kommen die Giftschwaden instant zurück. Na gut, das ist vielleicht doch nicht so angenehm. Den Mechanismus dahinter würde ich gerne mal in Frage stellen, aber nicht an dieser Stelle. Okay, Freunde, wir verzichten auf Licht, auch wenn das wahrscheinlich eine schlechte Idee ist, weil wir haben keine Batterien mehr. Wir haben gar keine Batterien mehr. Wir haben hier auch kein... Oh, doch, jetzt! Alles klar. Spiel, du lässt mich auf jeden Fall nicht im Stich. Das finde ich sehr, sehr nett von dir. Okay, Leute, dann gehen wir mal da hoch und schauen uns mal an, ob wir da ein bisschen Land gewinnen können. Allerdings sieht es momentan noch nicht danach aus, als würden wir hier überhaupt jemals wieder rauskommen. Das Ding leuchtet grün. Können wir da jetzt rein? Warum nicht? Nicht zur Keycard. Aber diese Keycard habe ich noch nicht. Wo kriegen wir die her? Okay, Freunde, ich begebe mich mal auf die Suche. Vielleicht sollten wir hier erstmal in dem hinteren Teil nach... What the fuck? Alter, mir ist gerade mega unangenehm zumute. Oh Gott, hier ist jetzt offen. Ich will da ehrlich gesagt überhaupt nicht reingehen. Hallo? Ihr treibt doch irgendwelche Spielchen mit mir, oder? Das sollte mir eigentlich klar sein. Das kommt aus dem fucking Storeroom, Alter. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Ist es das, wonach du suchst? Eine Keycard? Ja! Vielen lieben Dank. Hätten wir das auch geklärt. What the f... Was zum Teufel, Alter? Ach du Kacke, was geht hier vor? Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen, oder? Wie es aussieht. Okay, Freunde, das Schädelhirntrauma meldet sich erneut zurück. Was müssen wir?
Hallo? Alter, das ist mega krank. Was zum Teufel? Du beeilst dich besser, Joel. Okay. Vielleicht können wir hier noch ein paar Batterien absnacken. Dann war dieser Weg zumindest nicht ganz sinnlos. Ach nein. Nein, wir haben... Ah! Oh. Wie bestimmst du, was real ist? Diese Frage stelle ich mir schon seit Beginn des Spiels. Ich glaube, Freunde, irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas ist nicht ganz richtig. Bilden wir uns diese ganze Sache ein? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Keycard und sollten uns schleunigst daran machen, dass wir vielleicht unsere Freunde wiederfinden. Alter, das wird immer kranker. Das wird immer psychomäßiger. Und ich liebe ja solche Sachen bei einem Horrorspiel. Wie gesagt, ich dachte eigentlich echt, dass mich nicht mehr so leicht etwas schocken kann. Aber dieses Spiel macht seine Sache echt gut. Hier können wir bitte? Danke. Und so betreten wir einen neuen Teil dieser Anstalt. Und ich würde ja gerne sagen, dass mir das gefällt. Aber es gefällt mir ganz und gar nicht, Mann. Es gefällt mir überhaupt nicht. Oh, fuck. Ich werde hier sowas von sterben. Ich komme hier nie wieder raus. Alter Schwede! Ich hab mich ein bisschen erschrocken, Freunde. Habt ihr gemerkt, oder? Oh. Okay. Wir sollten vielleicht noch andere Sachen hier abstellen können. Gehen wir vielleicht erstmal in die andere Richtung. Ich bin mega gespannt. Okay. Die andere Richtung hat sich soeben geschissen, Leute. So viele Alternativen bleiben mir nicht mehr. Womöglich muss ich hier erstmal die Energie aufstellen. Dann gehe ich mal wieder runter in den Power-Raum. Nobody has... Niemand hat es bisher geschafft, Joel. Okay. Ist es jetzt gut? Habe ich bald gewonnen? Da stand gerade hier. Da stand gerade wer, oder? Ich bekomme so ein bisschen Panik gerade. Hallo? Zeig dich, Mann. Taschenlampe nachladen, als ob das Licht mir etwas nützen würde. Okay. Ich habe gerade, glaube ich, jemanden gesehen oder fange ich an durchzudrehen. Ich fühle mich gerade mega beobachtet, Leute. Ey, das ist ultra schlimm. Mach das zu. Nee, lass offen. Lass offen. Das ist eine richtig gute Idee. Okay. Wir können womöglich Classroom, Bathroom, Stairs A. Nein, das ist es nicht, oder? Führen diese zwei Gänge womöglich zusammen? You are here. Okay, aber was passiert, wenn ich das ausschalte? Ich muss das... Okay, ich muss das anlassen. Aber warum? Da ist dann wieder das Giftgas. Das nützt mir einen Scheiß. Okay, aber ich habe das jetzt aufgesperrt. Womöglich ist vielleicht die Tür offen. Können wir hier vielleicht... Es wäre zu einfach, es wäre fucking zu einfach. Okay, Leute, ich habe da mal versucht, nochmal ein bisschen was an den Schaltern zu drehen. Und wie man sieht, ist der Strom hier scheinbar aus, hoffentlich. Dass das hier Wasser soll das sein, oder? Deswegen habe ich so schnell den Schlag hier bekommen. Okay, wir können jetzt hier relativ gefahrlos durch und finden erneut Batterien, was schon mal sehr gut ist. Da scheinbar können wir nicht durch, aber was ist das überhaupt? Wohnen die hier auch? Haben die sich hier irgendwie einquartiert oder warum zur Hölle stehen da Betten? Oh Gott, da liegt wer! Also, ich hab's gerade einfach mal überhaupt nicht gecheckt. Meine Fresse! Wer ist das? Oh mein Gott. Okay. Irgendetwas Abgefucktes geht hier vor. Irgendetwas ist hier drinne. Ein Kind oder sowas folgt mir. Total freakig. Ich habe ihn wieder gesehen. Es muss der Hausmeister sein. Ich muss die Treppe hochgehen. Ich habe keine andere Wahl. Ich bin in den Quartieren und verstecke mich im Schrank, habe meine Gasmaske auf, weil richtig schlimmer Giftmüll hier oben ist. Er ist da. Weiß er, wo ich bin? Er ruft meinen Namen. What the fuck? Er öffnet die Schränke. Ich muss rennen. Ich muss fucking nochmal rennen. Ja, das hat ja richtig gut geklappt. Ich meine, ich will ja nicht sagen, oh, wir haben hier die Gasmaske. Sehr gut. Find new filter. Ach, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Könntest du mir, wenn du mir schon eine gebrauchte gibst, nicht wenigstens eine funktionierende geben? Leute, ich verlange... What the fuck? Das ist der Typ, Alter! Ich dreh durch, oder? Es passiert. Ich dreh fucking nochmal durch. Okay, Leute. They have you, they want you to believe. Save yourself. Sie haben dich, sie wollen dich glauben lassen. Beschütze dich. Okay.
Food Hall. Ja, was essen? Was essen wäre jetzt richtig gut. Ist die beste Idee, die man haben kann. Hi. Oh Gott, ich kram doch jetzt nicht in den Schränken hier rum, Alter. Das ist super abgefuckt. Das ist mega abgefuckt, was hier los ist, ey. Ich habe irgendwie mega Schiss vor diesen Kindern. Ich muss einen neuen Filter finden. Ist er hier irgendwo drinnen? Hört auf mit diesen Geräuschen. Was scharrt ihr denn da hier rum? Okay, da liegt auf jeden Fall noch ein Zettel. Den gucken wir uns gleich an. Denn die eine Hälfte von euch sagt, ich soll jeden Zettel lesen. Die andere Hälfte... Oh, neuer Filter. Sehr gut. Die andere Hälfte sagt, ich soll das lieber zusammenfassen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wonach ich mich richten lasse. Press G to equip. Oh Gott, das ist gruselig. Wenn ich ehrlich bin, tragen die Zettel doch sehr, sehr zur Stimmung bei. Ich hoffe, ihr seht es genauso. Also werde ich mich jetzt mal daran machen, das immer noch zu lesen. Okay, es ist nur ein Report. Okay, solche Sachen fasse ich jetzt vielleicht doch mal zusammen. Es geht wieder um Chris' Verhalten. Es ist wohl ein Brief an die Eltern. Und es geht wohl darum, dass der Hausmeister Chris irgendwie unpassend berührt hat, unsittlich. Alter, es geht los. Oh Mann, ist das unangenehm hier. Ich habe keine weiteren Batterien gefunden. Können wir den Exit betätigen? Na, können wir natürlich nicht. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, anscheinend können wir jetzt da rein und versuchen, diese Wahrheit herauszufinden. Oder wir können zumindest erstmal in diesen Gang hier voranschreiten, ohne wieder runter zu müssen, Alter. Oh Gott, ich möchte das nicht. Das Chemielabor scheint keine gute Idee zu sein, Leute. Es ist übelst gruselig, ey. Es ist fucking verstörend, hier zu sein. Okay, können wir hier noch irgendetwas finden? Diese Atemgeräusche, Mann! Darth Vader für Arme, Alter! Halt deinen Mund! Das trägt nicht gerade zu meiner Beruhigung bei, wenn ich ehrlich bin. Alter, was ist das? Halt hier die Mücken schon wieder unterwegs. Das sind nicht die Mücken, Mann. Das sind absolut nicht die Mücken. Alter, was ist das? Halt deinen Mund! Oh Gott! Tick, tock, Musik beruhigt den Verstand. In diesem Fall eventuell nicht, oder? Irgendwer ist hier ganz in meiner Nähe und er ist immer da. Er ist immer da, ich kann ihn nicht abschütteln. Alter, wie lang ist die Scheiße hier? Ganz ehrlich, okay, da kommen wir her. Gehen wir hier weiter. Fuck you, hallo. Na, wie geht's denn so? Wollen wir eine Runde spielen, Chris? Ich hab gehört, deine Eltern und die Lehrerschaft sind nicht ganz zufrieden mit deinem Verhalten. Janitor. Let's play a game, lass uns ein Spiel spielen. The card is key for your friends to be free. Okay, du brauchst die Karte, um deine Freunde zu befreien. Feeling light in the head. It made time for... bed, oder? Es ist Zeit fürs Bett. Ist das ein Hinweis? Ich muss auf irgendein Bett gucken? Das wäre das einzige Wort, was an dieser Stelle Sinn macht. Okay, hier ist die verschlossene Treppe. Gut, Freunde, ich muss die Betten absuchen. War es hier? Hier war es, oder? Hier haben wir auch noch gar nicht gesucht. By the way, fällt mir gerade auf, oder? Okay, da liegt noch ein weiterer Zettel. Oh, hier. Let's play a game. Okay, das muss ich finden. Alter, ist das krank. Ist das saugut gemacht. Time is ticking. Die Zeit tickt, aber... But they are still kicking? I feel it's time for treats, so go and get something to eat. Ich muss in die Küche. Jetzt muss ich in die Küche. Okay, hier haben wir noch einen Zettel. Chris, it's a go. Sam has got the keys. Sam hat die Schlüssel für den Storeroom. Du musst einen Ersatz finden für deinen Anspitzer oder eine neue Farbe oder irgendwie sowas. Komm hier einfach hier rein. Sam wird den Rest erledigen. Zerstöre die Notiz diesmal, nicht wie die anderen Male. Du dummer Idiot, Brian. Okay. Schön, dass wir darüber mal gesprochen haben. Found Store Keycard. Ich hab mir gerade etwas gefunden. Es ist Zeit, Joel. Fuck you. Wofür ist es Zeit? Ich hab die verdammte Keycard gefunden. Ich musste nicht in die Küche, ich musste in das Chemielabor. Ich hab mich hier gerade ein bisschen dumm und dämlich gesucht. Würdet ihr bitte damit aufhören, Kinderchen? Ich glaube, das setzt einen ordentlichen Tadel ins Hausaufgabenheft, mein Freund. Komm schon. Versuche mich wieder mit Sprüchen über Wasser zu halten. Ihr merkt es, ich bin verdammt nochmal nervös.
Needs Power. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Okay, Leute, ich muss runter. So, okay, schauen wir uns das mal an. Hier ist der Treppenaufgang A. Nee, B. Hä? Ach so, A, okay, A haben wir schon aktiviert. Wo ist denn hier? Hier, Janitor's Room. Das müssen wir aktivieren. Okay. Dann wohl oder übel wieder die Lichter aus. Oh Gott, das gefällt mir nicht. Wir könnten natürlich auch das Gas wieder anschalten und die Lichter... Okay, okay. Freunde, ich spiele den Pussy-Modus. Okay, machen wir es so. Das Gas soll uns an dieser Stelle mal scheißegal sein, denn wir haben immerhin noch die Maske mit einem brandneuen Filter, der hier natürlich glücklicherweise für uns bereit lag in den Gemächern dieser Schule. Aber so allmählich wundert mich nichts mehr. Okay, Leute, wir haben die Energie aktiviert. Wir haben sie aktiviert. Okay, der Strom ist immer noch aus. Wir können ja guten Gewissens durchlaufen. Und jetzt ist es an der Zeit, die Wahrheit rauszufinden, oder? Alter, ich bin super gespannt. Okay. Wer auch immer hier ist, wen ich auch immer retten kann, ey. Ich nehme jeden Überlebenden mit. Fuck. Fuck. Follow the Red Cross to save yourself. Ich soll den roten Kreuzen folgen, um mich zu retten? Was? Follow the Red Arrows to save your friends. Ach du Scheiße. Ich kann jetzt entweder mich retten oder meine Freunde. Boah, ey, das ist so gemein, ey. Das ist so krank. Okay, Freunde, ich gehe da rein. Ihr wollt es sowieso wissen. Ich gehe meine Freunde retten. Ich gehe nicht ohne sie raus. Das würde mich zerstören. Hallo? Was ist das? Was ist mit meiner Taschenlampe? Hier sind die ganzen Schilder drinne. Alter, ich kann meine Taschenlampe gerade nicht anmachen. Was? Oh nein! Nein, 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 nein! No way. Oh Gott, was hat er gemacht? Er hat mich da reingestopft. Ich bin im Laundry-Raum. Ich bin im Wäscheraum. Dort, wo der die Kinder misshandelt hat. Shit, und ich habe immer noch keine Taschenlampe. Jetzt erreichen wir einen neuen Speicherpunkt. Okay, Leute, ich habe gerade das Gefühl, wir sind so kurz davor, die Wahrheit rauszufinden. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Runde an. Es wird immer krasser, es wird immer schlimmer. Und ich weiß nicht, ob uns irgendjemand hier etwas Böses will oder ob uns einfach unser Verstand aufgrund unseres Unfalls irgendwie einen Streich spielt. Ich habe keine Ahnung, aber wir werden das ziemlich bald herausfinden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst mir wieder gerne ein Feedback da. Ich freue mich über den krassen Support, den ihr mir für dieses Projekt gebt. Vielen lieben Dank. Respekt an euch. Danke, danke, danke. Tausend Dank. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, was vermutlich, wie es aussieht, der letzte werden wird. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao.